Versteht man mich? Hallo? Gut. Danke. Bene, benissimo. Dobro. In dieser ernsten Stunde, da bin ich mir das ganze Nachweiten meines Entschlusses und meiner Verantwortung vor dem Allmächtigen. Der Zeitungsherausgeber und die Jubilarin haben vor einem Aufnahmegerät Platz genommen. Wenn Sie von einer Zeitung kommen, lügen Sie. Die Zeitungen haben uns versprochen, dass wir den Krieg gewinnen werden. Und wie wir ihn nicht gewonnen haben, haben sie uns versprochen, es wird besser werden. Und wie es nicht besser geworden ist, haben sie uns versprochen, dass wir den nächsten Krieg gewinnen werden. Und wie wir den nächsten Krieg nicht gewonnen haben sie uns versprochen, es wird uns keiner die Schuld daran geben, dass es so gekommen ist. Im Prosekturprovisorium. Die Kaffeekonditorei Wiener Konfiserie. Ein provisorisch als Prosektur eingerichteter Gastraum. Es ist der 28. Juni 1914. Das muss ja ganz fürchterlich zugegangen sein. Wie auf einem Schlachtfeld. Und wenn Sie ein Politiker wären, würden Sie noch mehr lügen. Nur der Kaiser hat nie gelogen. Zur Wahrung der Ehre meiner Monarchie, zum Schutze ihres Ansehens und ihrer Machtstellung, zur Sicherung des Friedens, zum Schwert zu greifen. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben, Trommel, Pfeife und Gewehr, Fahn und Säbel und noch mehr. Kinder, Vater und Mama, da hilft nur noch der Präparator. Schraubenschlüssel. Also wenn das auch nicht mehr hilft, weiß ich wirklich nicht. Franzosen. Nägelhammer nicht. Frau des Thronfolgers. In aller Stille begraben. So wie sie gekommen sind, sind sie wieder verschwunden. Mit den Vitrinen. Dafür sind sie mit ihren Pritschen angerückt. Ein Feldlazarett mitten in einer Stadt. Wissen Sie, was das heißt? Mehr braucht keiner. Auf der einen Seite trinken sie Kaffee und essen ihre Torten. Auf der anderen werden die Verwundeten versorgt und die Toten zugedeckt. Ein gewaltiger Zustrom. Thronfolger im Beisein der kaiserlichen Familie und der kaiserlichen Untertanen aus allen Kronländern auf seinem letzten Gang. Jubel! Die königlich-serbische Regierung ist bereit, dem Gericht ohne Rücksicht auf Stellung und Rang jeden serbischen Staatsangehörigen zu übergeben. Unsere Waffenerfolge sind viele und durchschlagende. Unsere Gruppen im Felde zeigen ein Gottvertrauen, eine Freundlichkeit, dabei einen Löwenmut und eine Begeisterung, die zu den schönsten Hoffnungen ermächtigen. Man kann die Dinge so sehen und man kann sie auch ganz anders sehen. Es hätte noch viel schlimmer kommen können. So gesehen war es gut, war mit gut dran, dass es so gekommen ist. Wo bleiben Sie denn? Da haben wir es. Was haben wir? Das Mindeste, das Sie uns vorwerfen werden, ist, wir haben die Baustellung nicht gut betreten. Na, das haben wir. Oh. Wir haben vor, einzubrechen. In den ersten Jahren nach dem Weltkriegsende, Wien, die Café-Konfiserie Sarajevo, vormals Café-Konditorei Wiener Konfiserie in Sarajevo, kurz vor der Eröffnung. Etwas grüner Girlandenschmuck und eine Tafel weisen darauf hin, dass es sich um eine Wiedererrichtung handelt, um einen etwas ärmlichen Wiederaufbau.
Dort, wo früher Bilder zu sehen waren, sind auf Regalbrettern Gipstorten und farbenfrohe Gipssüßigkeiten ausgestellt. Alois Schickelgruber, Gelegenheitsarbeiter und Gipstortenbauer, mit der Serviererin und inzwischen Inhaberin des Hauses. Sücher, Schickelgruber, Sücher! Suchart! 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 Das Wichtigste beim Servieren, Schickelgruber, das Wichtigste sind die Hände. Die Linke muss wissen, was die Rechte tut. Die Linke brauchen wir nicht, außer erstens zur Unterstützung für die Rechte, zweitens das Tablett ist abgestellt und drittens beim Kassieren. Wir nehmen also das Tablett auf die linke Hand und heben es in die Höhe. Was macht die Rechte? Schickelgruber steht stramm und streckt die rechte Hand bis zu den Fingerspitzen aus. Auf die Welt gekommen ist man in Österreich-Ungarn. Nach der Übersiedlung aus Österreich-Ungarn nach Deutsch-Österreich ist man in Deutsch-Österreich zu Hause gewesen. Und gelebt hat man in der Ostmark, im Deutschen Reich. Am Tag vorher ist man zu 100% ein Österreicher und am nächsten Tag ist man zu 100% ein Deutscher. Umbau zum Café Staatsmann. Wenige Tage vor dem Einmarsch Hitlers in Österreich. Vom Boden weg 20, dazu ein 70, dann wären wir ungefähr hier. Höher? Höher? Noch höher? Na, vielleicht auch lieber bei 20. Und wenn wir es in Stufen machen? Der Letzte sieht einen von oben, von der Decke an. Wenn man sie von oben anfängt, werden sie kürzer. Fängt man sie von unten an, macht man sie kleiner. Hören Sie auf, wir sind hier nicht in der kommunistischen Bezirkssektion. Das hat niemand wissen können. Das waren sich verselbstständigt habende Entwicklungen. Es waren Soldaten. Verselbstständigt habende Entwicklungen. Sie und Ihre verselbstständigt habenden Entwicklungen, die hätten besser auf die Kinder, auf Ihre Mütter und die Großväter und die Großmütter aufgepasst, statt sie umzubringen. In der Konfesserie. Die Serviererin, Inhaberin des Hauses und ein weiblicher Gast. Wenige Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Es existiert kein einziges Schokolade- oder Tortenstück mehr. Jeden Tag denke ich mir, heute schneide ich sie an. Was? Mich? Die Torten. Es gibt kein einziges Bild von mir vom Frühjahr, auf dem ich zu sehen bin. Es gibt überhaupt nichts von mir von früher, das mir gehört hat. Es ist alles weg. Wo sind die Zeiten dahin? Glauben Sie, ich weiß noch irgendetwas aus der letzten Zeit? Was passiert ist, wenn ich wenigstens sagen könnte, warum? Als es noch gemütlich war in Wien. Weil es mich nicht angeht, wenn etwas passiert ist, bei dem ich nicht dabei war. Und wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, was passiert ist, wenn ich dabei gewesen bin. Als noch die herzigen Fiaker durch die Straßen glitten, als noch die schneidigen Husaren aus der Hofburg ritten, als noch Maria Antoinette nach Paris kutschierte, als noch der Schubert komponierte, weil er Hunger spürte. Sie können es ruhig bleiben lassen, auch das mit dem Malen und Fotografieren. Schicken Sie mir lieber einen mit einer Kamera. Als noch der gute Kaiser Franz beinahe nichts erlaubte und das Volk in Kriege lenkte, manche köpfte, manche hängte, nix wie tot gab's weit und breit. Wo ist die Zeit? Mein Aufnahmegerät. Ich habe mein Aufnahmegerät vergessen. Mein Aufnahmegerät! Manche sind zwar fortgeschritten, andere Länder, andere Sitten. Wien bleibt Wien, das ist grad das Schöne dran. Wien
bleibt Wien, dass man sich dran gewöhnen kann. Hier gibt's kein Lenin, kein Ho Chi Minh, keine Disziplin. Sie sollen aufmachen! Kaiserlicher Audienzsaal mit Balkon. Der Kaiser, ein Gesandter der königlich-serbischen Regierung, die Völker, Stimmen von außen, ein Prediger, Stimme von oben. Die Völker sprechen Deutsch, Italienisch, Slowakisch, Tschechisch, Serbisch, Slowenisch, Kroatisch, Ungarisch, Polnisch, Rumänisch, Bulgarisch, Albanisch. Der dem Kaiser hinterhereilende Applausregisseur ist durch das anhaltende Bejubeln des Kaisers mit seinem Hinterherkommen immer im Hintertreffen.